Wir waren auf der Suche nach Perfektion. Perfektion im Rennsport, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Hallo? Matthias Anschlöber. Das stößt leider platztechnisch mit gewöhnlichen Transportmitteln oft an seine Grenzen. Selbst Sprinter mit Anhänger reichen nicht aus, um alles dabei zu haben. Guten Morgen hier aus der Autobahn auf der A92 in noch Niederbayern. Nein, es ist schon Oberbayern. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg zu unserem neuen Projekt, unserem neuen Riesenprojekt. Ich sag mal, mit dem Projekt kann man. Das steht eigentlich für den Rennsport. Und zu dem Projekt bin ich jetzt auf dem Weg, um so die ein oder anderen Vorbereitungen mit meinem Partner dort zu treffen. Und wir brauchen noch ein paar organisatorische Dinge. Wir müssen ein bisschen was ausmessen, ein bisschen was vorbereiten, ein bisschen was sauber machen, ein bisschen was einfach, das ist richtig geil. Ausmessen vor allem, weil dieses Etwas kriegt eine richtig geile Folierung, Digitaldruckfolierung. Und wir brauchen Flight Cases, wir brauchen Werkstattwägen, wir brauchen Equipment, wir brauchen eine Reifenmontiermaschine und ganz, ganz viele Dinge. Und deswegen habe ich jetzt noch insgesamt sind es knapp 200 Kilometer und jetzt habe ich noch um die 80 und dann sind wir dort. Seid ihr gespannt. Bis gleich. Speziell das viele Hin- und Herräumen von verschiedenen kleinen Kisten macht es immer sehr mühsam. Unser Fokus liegt auf effizientem Ein- und Ausladen. Weil der leider in den großen Formen, wie sie es im LKW vorgesehen haben, nicht in meinen Sprinter passt. Da sieht man mal, was das gleich einmal für Dimensionsunterschiede sind, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, so auf Anhieb, weil das alles doch auch nicht so groß ausschaut. Naja, und jetzt müssen wir hier die super schöne Arbeit machen, gell Simon? Ja. Das macht Spaß. Genau, das ist dann Beschäftigungstherapie. Ja. Nenne ich das immer. So, den Zeltboden, den lassen wir nicht im LKW drinnen, weil er erstens furchtbar hässlich blau ist und zweitens wir in der Hoffnung nie ein Zelt aufbauen müssen, sondern immer die Boxen nutzen können. Weil ich meine, der Aufbau von so einem Seitenzelt, das ist noch dabei, ist noch drinnen, das ist quasi die ganze Größe entlang von dem LKW. Und das zu zweit oder zu dritt aufbauen, bei jedem Event und wieder abbauen. Also haben wir schon vier, oder? Nein, einmal geht fünf, oder? Einmal geht fünf. Das immer wieder auf- und abzubauen, das wäre der absolute Wahnsinn. Und das tun wir uns nicht an, deswegen sparen wir uns das Gewicht und den Platz. Weil diese Staufächer hier, vor allem auf der Seite, der geht komplett durch. Da können wir halt echt was Cooles bauen, vielleicht für Reifen oder sonstiges Equipment. Und somit ist das Zelt quasi für umsonst. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Boden mache. Aber blau ist halt echt. Was sagst du? Blau? Blau geht gar nicht. Geht gar nicht. Ja, vor allem so ein grintiges Blau, ne? Mhm. So. Wie du schon gesagt hast, den Dreck sieht man auch brutal drauf. Genau. Ja. Aha. Das geht noch nicht raus. Ich krieg die Kiste nicht raus. Die Kiste ist hier verspreizt. Ich krieg's nicht raus. Jetzt muss ich das ganze Gestell wegbauen, was sowieso scheiße ausschaut, das Gestell, oder? So, jetzt ist der Sprinter voll. Und das war jetzt eigentlich nur das eine Staufach. Das Staufach ist jetzt leer. Das Gestell haben wir rausgebaut. Sind wir schon ein bisschen am sauber machen mit Kopf.
Wir haben hier eine MAN-Zugmaschine mit 440 PS, Baujahr 2011. Das heißt, das ist jetzt nichts sonderlich Neues, aber auch nichts sonderlich Altes. Die Zugmaschine hat einen sehr, sehr guten Zustand und das ist uns halt wichtig gewesen. Und die kommt jetzt aber auch dann mal noch zur MAN, wird komplett durchgecheckt, durchgeserviced, TÜV und so weiter. War schon neu, als wir das Ganze gespannt gekauft haben. Aber wie man sieht, das hat hier alles wirklich einen sehr, sehr schönen Zustand. Dann haben wir hier einen Aufenthaltsbereich, Raum. Der wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch neu gemacht, weil das ja ein bisschen alles veraltet ist. Hier schöne Plüschwände, ist jetzt nicht so ganz ansprechend. Muffelt auch schon ein bisschen, aber im Großen und Ganzen in einem sehr, sehr geilen Zustand. Also es wurde sehr hochwertig damals von Bischof und Scheck gemacht. Das ist echt sehr, sehr cool. Ist hier eine extra Tür. Dann geht es hier rein in den Werkstattbereich. Hier haben wir eine etwas ältere Werkbank schon. Die werden wir ersetzen. Hier auch nochmal Werkstattwagen. Hier steht ein großes Zelt. Das muss man später noch versuchen rauszubringen über die Rampe. Leider habe ich gerade keinen Schlüssel da. Wir haben natürlich eine zweite Ebene, die quasi da oben ist. Und die geht von hinten bis vorne komplett durch mit 1,40 Meter Höhe und da kommen dann die Motorräder und die Flight Cases rauf. Und unten hat man halt den Vorteil, dass man eine sehr, sehr angenehme Deckenhöhe hat und wirklich im Stehen durchgehen kann und auch arbeiten kann. Und hat auch hinten noch einen großen Bereich, wo man Motorrad auch mal schrauben kann, wenn man eventuell nicht in die Rennstrecke rein kann oder einen Brückentag hat oder sowas dergleichen. Wir sind jetzt zwischen Zugmaschine und Sattelaufleger und hier ist ein quasi kleines Rolltor. Da ist ein Notstromaggregat mit 4 Zylinder und ein Kompressor drin, damit man autark ist und quasi überall stehen kann und nicht immer auf Landstrom angewiesen ist. Kannst du mir so eine Pistole und einen Luftschlauch geben, damit ich die Druckluft probieren kann, weil ich habe gerade den Kompressor eingeschaltet. Einen Schlauch brauchst du auch? Ja, einen Schlauch und eine Pistole, einfach damit ich mal testen kann, ob die Druckluft drin funktioniert. Mhm. Weil der hat einen eigenen Kompressor, hast du gehört? Ja. Ja, ist cool. Okay. Müssen wir testen, ob die Leitungen funktionieren. Ja. Sehr, sehr gut an. Ist was drauf, ja. Druckluft drauf. Dann probieren wir noch. Da ist nämlich hinten am Heck vom Auflieger ist auch noch ein Anschluss. Den probieren wir auch noch. Der ist dann quasi für außen. Den würden wir uns dann in die Box reinlegen. Und zwar ist hier unten rechts. Ah, hier. Hier ist quasi auch einer. Für den Umbau vom Auflieger gibt es bei Gilbert in der Werkstatt alles, von was ein Schrauber träumt. Perfektion vom Feinsten. So, wir haben jetzt in der Zwischenzeit abgesattelt, um quasi vorne den Raum, wo der Kompressor und das Notstromaggregat ist, alles sauber zu machen. Kein Grünspan mehr, alles picobello. Batterien ausgebaut, wir brauchen insgesamt 3 Stück neu. Einmal für den Notstromaggregat und 2-mal für den Auflieger. Und so wird das alles wieder schön sauber. Größer den Drehrad. Boah! Dann darf man steigen mit Federstehen. Ja. Ich hab halt alle. Das hast du mit ganz geilen Uniball gemacht. Ich hab halt auch ein bisschen Angst. Das kannst du auf 2 Seiten abstützen, einmal da und einmal da. Und dann steht der so. Ja, aber das ist ja das, was du denn sonst auch wieder vorne stehen. Nein, das ist die Abstützung. Die stimmt. Du hebst es auf, dann. Ja, das ist die Abstützung und das ist der untere Auslieger. Nein, du musst es auf beide Seiten abstützen. Ach so, ja, stimmt.
dann hast du da oben einmal eine Möglichkeit, irgendwas zum Einhängen. Und die sind. Die Konstruktion schaltet immer gleich aus. Um 12 Uhr muss ich in Pizza. Also, ja. Oh, hätte ich fast vergessen, dass da ein Wörter ist. Also da sind anscheinend vier Fahnenmasten drauf. Wir wissen aber nicht genau, wie man die aufbaut, weil die haben nur oben eine Öse, aber unten haben sie nichts. Auf jeden Fall könnten wir vier Fahnen montieren. Ganz fett. Ja, machen. Danke dir. So. Zurück vom Sattelauflieger, zurück vom Bad Tölz. Zurück in der Firma. Absolute Baustelle hier gerade. Alles das sind schon mal Sachen, die wir gesammelt haben für die Ukraine. Und es geht noch weiter. Und das ist noch nicht einmal, also ja doch, ein paar Sachen davon haben wir gekauft, aber viele Sachen davon sind geschenkt bekommen worden und wir fahren jetzt erst zu Edeka und laden und kaufen das alles ein. Wir sind bestellt, vorbestellt und so weiter. Und über 20.000 Euro Spendenware. Jetzt muss ich den Sprinter ausräumen. Das ist die Sache vom Auflieger. Hier sind auch noch Spendenartikel. Jetzt muss ich den Sprinter ausladen, umladen, dann kommen ein Haufen Leute. Dann, ja. Auf jeden Fall habt ihr mal ein bisschen so einen Einblick gekriegt in das, was wir hier mit dem Auflieger machen. Wir haben gestern dann, da war es dann schon finster, noch viel geplaudert, wie wir was machen. Vielleicht sogar eine Drehbank rein, wie man mit Werkzeug, ist viel Gelaber, sag ich mal, wäre jetzt fürs Video sehr uninteressant gewesen. Deswegen habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht. Aber jetzt habt ihr mal so einen Einblick gekriegt, was wir da vielleicht vorhaben. Und wenn wir da dann Material kriegen, dann gibt es natürlich dann wieder Videomaterial. Ansonsten schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet, was wir da machen. Habt ihr mal Bock mit uns auf die Rennstrecke zu gehen oder sonst irgendwas, schreibt es gerne rein. Gibt es im Video natürlich auch gern. Gibt es im Video natürlich auch gern einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich hier meine Wand habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Cool, ne? Ja, egal. Gibt es im Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis bald und ciao.